Hallo und herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um den Labortechnikhersteller Tecan. Aus der Schweiz zugeschaltet begrüße ich Vivian Spanberg von Vontobel. Ja, Frau Spanberg, Tecan gilt als Profiteur der Corona-Krise. Die Aktie war nach Ausbruch der Pandemie ja rasant gestiegen. Lassen sich die Corona-Effekte auch in den Geschäftszahlen ablesen? Ja, der Labordienstleister Tecan verzeichnete beispielsweise auch letztes Jahr oder im Geschäftsjahr 2021 einen relativ guten Umsatz. Der ist zweistellig gestiegen, nämlich auf 946,6 Millionen Schweizer Franken, 29,5%. Reingewinn auch gestiegen, 17,3% auf 121,7 Millionen Schweizer Franken. Auftrag ist auch gestiegen, aber man muss hier sich natürlich das organische Wachstum auch bei Tecan nochmal anschauen, da sie Übernahmen getätigt haben. Aber das ist auch relativ gut ausgefallen. Organisch gewachsen im Umsatz 14% auf 833,3 Millionen. Und hier sieht man, dass das organische Wachstum auch vor allem durch Nachholbedarf kommt, also aus Produkten, die beispielsweise nicht Covid-19 bedingt sind und da schon das ein oder andere Labor hier auch die Automatisierungsnachfrage gehabt hat, was jetzt nicht nur eben mit der Pandemie zu tun hat. Und beide Geschäftssegmente sind auch relativ gut gelaufen. Life Science Business 18,7% mehr Umsatz, 485,1 Millionen Schweizer Franken. In der ersten Jahreshälfte haben sie noch relativ stark von Produkten profitiert, die eben in der Forschung für Corona-19 eingesetzt worden sind. Aber die Pandemie hat eben auch gezeigt, dass diese Automatisierung relativ wichtig ist im Laborprozess. Und hier war dann noch starke Nachfrage eben in diesem Segment in der zweiten Jahreshälfte verzeichnet. Und hier konnte man dann den Umsatz zwar nicht steigern in der zweiten Jahreshälfte, aber er ist wenigstens nicht so stark zurückgegangen, wie jetzt auch ein bisschen erwartet worden ist. Und im Geschäftssegment Partnering Business erreichten sie auch einen Umsatzplus von 461,6 Millionen. Da zählt aber auch noch die Übernahme rein. Und ohne diese wären das 8,1% mehr Umsatz gewesen. Auch alle ihre Regionen sind positiv gelaufen, gerade eben, weil sie auch übernommen haben. Da ist schon viel positives Umsatz mit reingespielt worden. Und wie Sie schon gesagt haben, natürlich Corona-Gewinner oder Pandemie-Gewinner gewesen. Und sie haben jetzt in 2021 gerade in der zweiten Jahreshälfte natürlich versucht, auch diesen Umsatz, der rückgängig ist aufgrund der Covid-19-Testung, auch die einfach zurückläufig ist, hier so ein bisschen auf was anderes auszuweichen durch Übernahme und eben durch die Ausweichung auf die Automatisierung, haben sie das eigentlich auch relativ gut hinbekommen. Und da kann man ihre Zahlen, die sie jetzt rapportiert haben, das haben sie doch schon relativ gut hingekriegt. Also sieht gar nicht schlecht aus. Und wie sieht die neue Normalität nach Corona aus? Womit kann Tecan punkten? Tecan kann punkten, vor allem wenn man sich jetzt mal anschaut, dass eben schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Umsätze, die sie gemacht haben in Corona oder in Corona-spezifischen Produkten, doch schon rückläufig sind. Jetzt haben sie zugekauft und das war Paramit, die größte Übernahme von Tecan in der Firmengeschichte, soll Umsatz dazu kaufen, Jahresumsatz von Paramit von ungefähr 300 Millionen Schweizer Franken. Und in dem Fall wollen sie dann auch natürlich weiter wachsen, Kapazitäten ausbauen. Sie haben neue Endmärkte dazu bekommen, neue Mitarbeiter kommen dazu. Und das soll vor allem auch der Wachstumstreiber für Tecan für die Zukunft sein, weil Paramit ist beispielsweise ein führender Hersteller oder ein Hersteller von OEM-Entwickler und Hersteller von Instrumenten für die Medizinaltechnik und die Life Science Forschung. Life Science, das hat Tecan selbst. Hier bauen sie ihre Marktposition ein bisschen auf, aber sie haben einen neuen Markt erschlossen, das ist die Medizinaltechnik und da macht das neue Unternehmen 70% der Umsätze, also beispielsweise mit Instrumenten und Robotern für die Chemie, für die Chirurgie. Und hier soll vor allem auch das weitere Wachstum natürlich rauskommen, es ist ein neuer Markt für Tecan und hier wollen sie natürlich auch weiteres Wachstum erwarten, auch weitere Märkte wollen sie natürlich hier so ein bisschen ihre Position stärken und sie haben das relativ gut auch eingekauft, weil sie eben neue Märkte erschließen. 70% der Umsätze kommen eben aus diesem neuen Bereich und da kann man Wachstumschancen doch schon vor allem hier für Tecan in der Zukunft sehen. Jetzt haben Sie Übernahmen schon angesprochen. Bei der jüngsten Generalversammlung haben die Aktionäre eine Erneuerung des genehmigten Kapitals abgelehnt. Tecan sieht trotzdem die Handlungsfähigkeit für weiteres externes Wachstum gegeben. Inwieweit wären denn weitere Zukäufe ein probates Mittel, um Wachstum zu generieren? Ja, der Antrag vom Verwaltungsrat auf die Statutenänderung zur
Erneuerung des genehmigten Kapitals kam bei Aktionären eigentlich relativ gut an, aber sie brauchten eine Zweidrittelmehrheit, um eben die Statutenänderung durchzusetzen. Die haben sie nicht bekommen. Und ein bedeutender Stimmrechtsberater und auch verschiedene Aktionäre sahen dann diese Grenze, eben die Kombination aus genehmigtem und bedingtem Kapital, das schon existiert, dann doch zu hoch. Und da haben sie dann eher ihre Stimme enthalten. Tecan selbst ist natürlich bedauert, diese Entscheidung, aber sie müssen sie natürlich akzeptieren. Da können sie jetzt nicht so viel gegen tun. Aber im Endeffekt sagen sie trotzdem, Tecan hat dennoch die unternehmerischen Handlungsspielräume, die sie brauchen, um beispielsweise kleinere Akquisitionen zu machen. Und in dem Fall muss man doch schon sagen, brauchen Sie jetzt auch nicht so viel. Sie könnten Ihr bedingtes Kapital beispielsweise einsetzen. Sie haben auch einen starken Cashflow. Also Sie sind jetzt nicht hier komplett darauf angewiesen gewesen. Und Sie brauchen beispielsweise jetzt auch nicht so viel. Sie haben relativ groß zugekauft. Das werden Sie jetzt in Zukunft erstmal nicht machen. Aber beispielsweise im Bereich Verbrauchsmaterialien oder auch in der Region Asien könnten Sie zum Beispiel noch Übernahmen tätigen. In Asien haben Sie nur 17% Umsatz. Da könnten Sie vielleicht nochmal den einen oder anderen sich ins Auge fassen. Und Verbrauchsmaterialien sind relativ hohe Margen in dem Gebiet zu versprechen. Und da könnte man vielleicht die ein oder andere Übernahme von Tecan hier noch sehen. Also Potenzial in Asien. Wie ist denn Tecan im Vergleich zur Konkurrenz aufgestellt? Wie sehen Sie die weiteren Perspektiven? Tecan ist im Vergleich zur Konkurrenz doch eher ein kleineres Unternehmen. Gerade im Bereich Diagnostik hat man doch hier das schon ein bisschen in der Pandemie so ins Licht gerückt, dass Diagnostik sehr, sehr wichtig ist. Das hat beispielsweise ein sehr großer Konkurrent, Roche nämlich, in ihren Zahlen auch immer wieder zeigen können, dass die Einbrüche in den anderen Sparten die Diagnostiksparte wirklich ausgleichen und übertreffen konnte, weil die eben in der Pandemie relativ stark nachgefragt worden ist. Und jetzt erhoffen sich natürlich viele Hersteller, dass die Diagnostiksparte jetzt nicht wieder einbricht auf der anderen Seite, weil sie nicht mehr als so attraktiv gilt, sondern dass eben das Licht dafür gezeigt hat, dass hier vielleicht auch ein bisschen was getan werden muss. Bei Tecan hat man das auch gesehen. Es wurden auch neue Kunden akquiriert. Also hier haben sie nicht nur ihre Bestandskunden bedient, sondern konnten auch neue Kunden hier für sich gewinnen, wo jetzt die Kundenbeziehungen weiter aufgebaut werden, in Stammmärkten, aber auch in neuen Märkten. Und Tecan ist vor allem in Nischenmärkten sehr stark unterwegs und hat da sehr starke Marktanteile. Sie werden sich jetzt wahrscheinlich nicht mit Roche oder auch mit Thermo Fisher messen wollen, aber sie sind in dem Bereich, wo sie tätig sind, doch ein relativ starker Partner in den Nischenmärkten. Und auch für die Aussicht sehen sie eigentlich positiv, dass sie bei 21 beispielsweise durch ihr organisches Wachstum die Covid-19-Rückgänge in den Produkten so ein bisschen ausgleichen konnten. Zweite Jahreshälfte sind nur 2% unter Vorjahr gewesen. Und in 2022 soll es dann auch weitergehen. Gerade die Paramit-Übernahme soll natürlich dazu dienen, hier den Umsatz weiter nach vorne zu treiben. Und die Konkurrenz, die sie in dem Bereich haben, da sind sie gut gewappnet. Aber gegen die Großen werden sie sich wahrscheinlich auch erst gar nicht anlegen. Dann schauen wir uns zum Schluss noch die Aktie an. Die hatte sich ja im Zuge der Corona-Krise sehr stark entwickelt. In diesem Jahr ging es dann deutlich nach unten. Wie schätzen denn Analysten die weiteren Perspektiven an? Also natürlich hat die Aktie auch extrem davon profitiert, dass alles eingekauft worden ist in der Corona-Pandemie. Oder sie wurden halt genutzt einfach dafür. Das sieht man auch im Verlauf, wo die Aktie hingeht und wo sie aktuell steht. Year-to-date hat sie über 50% verloren, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Anleger fürchten, okay, wenn jetzt die Maßnahmen natürlich wieder zurückgehen, wo macht dann Tecan immer noch Geld oder wo kommt das Geld her? Dann haben sie noch einen relativ teuren Zukauf gehabt, was die Aktie dann auf Jahressicht erstmal einknicken ließ. Wenn man den Bloomberg-Analysten glauben mag, ist aber noch ein bisschen Luft nach oben. Aktuelles Kursziel für die Aktie ist 437 Schweizer Franken und das sind 50%, über 50% mehr als aktuell. Aktuell bei ungefähr 270 Schweizer Franken und auch die Analysten sehen noch ein bisschen ratingseitig. Da doch eher auf der Buy-Side, da sind nämlich 57 Buy-Ratings, 43 Hold-Ratings und kein Sell-Rating auf der Tecan-Aktie. Laut Bloomberg aktuell könnte sich vielleicht noch ändern, wenn jetzt hier noch ein bisschen Schwung in den Markt kommt oder irgendwas noch kommt, was jetzt nicht vorhersehbar ist, Lieferkettenprobleme oder ähnliches. Aber bei Tecan muss man sagen, sie haben jetzt ihre Übernahme getätigt, die muss jetzt erstmal verdaut werden, aber sie haben einen neuen Markt erschlossen und sie konnten fast ihren kompletten Rückgang von den Corona
Maßnahmen hier doch durch organisches Wachstum eigentlich relativ gut ausgleichen. Aber hier ist auch erstmal abzuwarten, wenn dann die kompletten Corona-Maßnahmen hier eingestellt werden und es gar nicht mehr nachgefragt wird, was Tecan dann komplett ausgleichen kann. Aber sie sind auf Wachstumskurs mit Paramit, also ist für die Aktie hier eigentlich doch ein bisschen mehr Aufwärtspotenzial als bei den meisten. Sagt Vivien Spanberg. Vielen Dank. Das war die aktuelle Ausgabe vom Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf den Labortechnikhersteller Tecan. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.